Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir müssen ja das bekannte bis beliebte akademische Viertel nicht ausreizen, aber wir wollten, dass Sie alle hier noch teilnehmen können, mit Popcorn und Getränken bewaffnet. Im Namen der Veranstaltenden, und das ist eine ganze Reihe, begrüße ich ganz herzlich zu Mina, Preis der Freiheit, einer ganz besonderen Kinovorstellung, eine Kooperation vom Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung, der säkularen Humanisten, der Partei der Humanisten, weiterer Humanisten und mehr könnt ihr hier lesen. Das sind alles die Veranstaltungspartner, mehr ist auch auf der Webseite noch zu lesen. Und wir wussten von der Sache eigentlich auch schon seit im letzten Jahr Mina Aha, die uns beehrt hat mit ihrem Beitrag zur feministischen, zur Revolution im Iran. Aber wir mussten noch ein bisschen schweigen, nicht weil uns irgendwelche finsteren Mächte unterdrückten, sondern oder Regime, sondern weil wir einfach auch ein bisschen abwarten mussten, wie sich das mit dem Film entwickelt. Und er hat sich wunderbar entwickelt, denn wäre er das geblieben, was er mal war, nämlich im Rahmen eines Seminars vom Motion Picture BR Studiengangs an der TU Darmstadt von Hesam Youssefi, mit 3 Minuten, dann hätten wir viel Zeit zum Sprechen oder noch viel mehr Zeit zum Sprechen heute. Ich möchte, Mina Hadi wird natürlich auch Rede und Antwort stehen nach dem Film, aber ich möchte erstmal Hesam Youssefi als den Schöpfer des Films hier zu uns bitten. Herzlich willkommen. Ohne Mina und ihn wäre der Film so nicht möglich gewesen und wie gesagt, aus einer Seminararbeit ist ein fast abendfüllender Spielfilm geworden, Material hat er genug. Bevor wir jetzt gleich dann mit dem Film beginnen, noch ein wenig Werbung von mir und ich hoffe gleich noch ein kurzes Statement von Hesam. Wir haben nämlich auch hier ein paar literarische Werke, unter anderem auch das Buch von Mina und ich denke, sie wird auch genug Zeit haben im Anschluss an den Film, um noch ein bisschen zu signieren. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie auch auf unserer Webseite vorbeischauen, unseren Newsletter abonnieren etc. pp. Und jetzt möchte ich noch ganz kurz, bevor wir zum Film übergehen, von dir wissen, Hesam, von der Seminararbeit zu einem abendfüllenden Dokumentarfilm. Wie war es für dich, diese Entwicklung mitzuerleben? Und warum hast du gesagt, Mensch Mina, Mensch Preis der Freiheit, Mensch Revolution im Iran, bei dem Thema, da muss ich mein filmisches Können entsprechend entwickeln? Also zuerst hallo und freue ich mich so sehr, dass du nur so voll ist. Ich kann das nicht so bis zu Ende gucken, aber ich glaube, bis zu Ende ist voll. Das ist eine Ehre, das hier in einem vollen Saal den Film zu präsentieren. Ich freue mich so sehr. Das ist natürlich eine Reise. Eine Reise kann man nicht innerhalb 3 Minuten machen, sondern braucht man vielleicht mehr Zeit dafür. Eine Reise durch die Geschichte, durch den Iran, durch die Themen, die irgendwie vorgekommen sind, die ich rausgehört habe, die ich irgendwie auch verarbeitet habe mittlerweile. Und auf jeden Fall, innerhalb 3 Minuten kann man einiges sagen, aber wenn man 70 Stunden Material hat, dann kann man nicht irgendwie in 3 Minuten zusammenfassen, dann braucht man 70 Minuten dafür, obwohl der Film am Anfang 90 Minuten war und dann habe ich noch 20 Minuten gekürzt und dann sind jetzt 70 Minuten. Und natürlich, Mina ist selbst hier und kann vielleicht später auf jeden Fall, ihr seht auch den Film. Das ist ein bewegendes Leben, das ist eine bewegende Geschichte, was sie erlebt hat. Und manchmal kann man nur einen Mensch vermitteln oder einen Mensch irgendwie als Vorbild zeigen. Es gibt auf jeden Fall viele Menschen, die wie Mina auch im Iran irgendwie gekämpft haben, kämpfen immer noch und würden auch kämpfen für die Freiheit, für die Gerechtigkeit und für Wohlfühlen der Menschen. Aber oft passiert das nicht. Mina ist für mich ein Vorbild und für mich ist irgendwie auch ein gutes Beispiel, dass man durch sie, durch ihre Geschichte zeigt, was wir irgendwie im Iran erlebt haben, was wir in Kurdistan erlebt haben, was wir gerade in Gegenwart erleben. Deswegen ist das Thema sehr wichtig und dass wir auch, wie gesagt, eine Reise machen, eine Reise durch die Geschichte, dass wir jetzt in die iranische Revolution miterleben und dann auch die Geschichte der Entwicklung der Revolution bisher mitnehmen und dann auch gleichzeitig die Schmerzen, die Mina erlebt hat und dann auch die Momente, in denen sie Glück erfahren hat oder erlebt hat. Durch den Film kann man weinen, kann man lachen, kann man traurig sein, kann man glücklich sein. Also da erlebt man alle Gefühle, während man die
Reise durch die Geschichte macht. Vielen Dank. Bevor wir uns jetzt auf die Reise begeben, wüsste ich noch ganz kurz fürs Protokoll, wer hat denn von dem Film per Online erfahren? Okay, wer? Dankeschön. Wer per Plakat? Okay, und wer per Mundpropaganda? Das ist doch mal ein super Stimmungsbild. Vielen herzlichen Dank, dann begeben wir uns jetzt auf die entsprechende emotionale Reise. Und wir sehen uns dann zum Gespräch mit Mina und weiteren Gästen nach dem Film wieder. Danke. یک سفره، گاه سریع و گاه کند پیش میره. این سفر همیشه زیبا نیست، همیشه پر از لحظات آرام و ناب نیست. اتفاقاتی هستند که زندگی رو دگرگون میکنند. شکست انقلاب ایران اتفاقاتی را برایم دامن زد که هیچگاه اون را تصور نمی کردم. از طرف مادر ریحانه اینو اعلام می کنم. ما خواهان برگزاری دادگاهی هستیم برای بررسی علت اعدام ریحانه. من خودم به خاطر اینکه همسرم اعدام شده و این داغ و این درد را چشیدم، نمیخوام دیگه هیچ مادری، هیچ همسری، هیچ بچه‌ای، پدر یا مادر یا عزیزش رو از دست بده. Der Gefühle ist eigentlich aber auch wichtig, um in dem Sinne auch nicht im Sinne von Weltöffentlichkeit und Weltgeschehen zu erstanden. Wir können keine Weltöffentlichkeit bieten, aber wir wollten Bündnispartner und wir wollten dem Thema hier die Heidelberger Öffentlichkeit anbieten, weil es sehr wichtig ist, dass wir darauf aufmerksam machen, denn noch immer ist dieses Regime, das durch Mina entsprechend auch bloßgestellt wurde. Und Mina Ali hat ja nicht nur sich selbst, sondern auch vielen Stimme, Gesicht, Geschichte und etwas gegeben, was eben das Regime zum Schweigen bringen möchte, weil diese Menschen im Regime nicht passen, seinen Macht- und machtpolitischen Zwecken nicht passen. Dieses Regime jetzt dieser Tage, wenn Sie es mitbekommen haben, wurde ein Vertreter vom UN-Menschenrechtsrat zum Vorsitzenden des Sozialforums ernannt. Dieses Regime ist auch immer noch nicht geächtet. Unsere Bundesregierung unterhält immer noch vielfältige Beziehungen, auch aus durchaus bekannten ökonomischen Gründen zu diesem Regime. Und immer noch müssen auch Menschen, die das Regime bekämpfen, auch in Deutschland den langen Arm der Revolutionsgarden und anderer fürchten. Die Problematik ist also nach wie vor aktuell. Jetzt möchte ich Sie aber nicht länger auf die, in Anführungszeichen, Folter spannen, weil ich so ein blöder Begriff jetzt. Ich weiß nicht, Metapher. Ich grüße ganz herzlich erstmal Mina Ahadi hier in Heidelberg. Herzlich willkommen.
Carmina, du hast sicher ganz, ganz viel zu sagen, du darfst auch gleich persönlich begrüßen. Ich möchte euch die erste Frage oder die Gelegenheit mit auf den Weg geben, dass du uns, ich habe dich ja anfangs auch darum gebeten, dass du uns auch persönlich nochmal hier abholst, wie denn jetzt gerade aktuell ein bisschen die Situation ist, weil das Auge der Weltöffentlichkeit ist ja wählerisch. Man kriegt immer weniger von Brennpunkten, teilweise auch mit iranischer Revolution. Nein, es war auch mal ein Krieg im Jemen, habe ich zumindest mal gehört und so. Deswegen freuen wir uns, wenn du uns da nochmal einen Einblick bietest. Herzlich willkommen. Danke. Danke, dass Sie hier sind. Wie Sie gesehen haben, also im Iran, wir kämpfen gegen eine islamische, barbarische Regime, gegen politische Islam. Und Sie haben auch hier gehört, ab und zu habe ich Rede gehalten und habe ich immer wieder gesagt, wenn Islamisten irgendwo Macht gewinnen, dann Frauen verlieren alles. Meine Lebensgeschichte hat auch so sich geändert. Islamisten haben Macht gewonnen und dann haben die gesagt, Frauen sollen alle Kopftuch tragen, entweder Kopftuch oder schlagen wir euch. Und damals, meine Generation, oder wir haben genau verstanden, das ist sehr, sehr wichtig. Und leider, bis jetzt in europäischen Ländern, ich muss mit einigen Feministinnen und Organisationen kämpfen, die erklären zum Beispiel, die Frau hat selbst entschieden und Frau Adi, nicht so viel emotionell werden. Aber Emotion fängt an, wenn wir zum Beispiel im Iran ohne Kopftuch dürfen nicht arbeiten gehen. Zuerst war Kopftuch und dann haben wir fast alle unsere Rechte verloren. Scheidungsrecht und Steinigung war in Tagesordnung. Ich sage immer wieder, wenn ich erste Steinigung gesehen habe, mein Leben hat sich sehr viel geändert. Und ich habe damals gesagt, warte Mina, wenn die Weltöffentlichkeit von so etwas hört, die Uhren bleiben stehen, die Fabriken bleiben stehen und Menschheit macht etwas oder sagt etwas gegen diese Barbarei. Und ich war 1990, wie Sie gesehen haben, von Bagdad nach Wien geflogen und 1993 war ich in einer Menschenrechtskonferenz in Berlin und Kongere und dann habe ich dort gesehen, vom islamischen Regime, einige Frauen mit Chador sind dort unterwegs und die dürften Rede halten, ich nicht. Das ist Weltöffentlichkeit, irgendwie. Und genau deswegen haben wir versucht, zum Beispiel mit Menschen, mit normalen Menschen reden. Weil Politik oder Machthaber in europäischen Ländern haben immer wieder sehr gute Beziehungen mit islamischen Regime oder Islamisten gehabt. Und jetzt haben wir mit einer Frauenrevolution im Iran zu tun. Haben Sie alle gesehen, Frauen waren auf die Straße und haben Kopftücher angezündet. Das ist sehr, sehr wichtig. Genau habe ich gesagt, das ist eine Antwort auch von Claudia Roth mit Kopftuch war im Iran zum Beispiel. Dankeschön. Und ich denke, also jetzt Frauen oder Menschen im Iran kämpfen gegen ein barbarisches Regime und wenn wir gewinnen, nicht nur im Iran, Millionen Menschen, Frauen, Männer, Kinder haben Ruhe, auch in Jemen, auch in Libanon, auch in Palästin, auch im Irak, Menschen haben schon Ruhe. Weil Islamisten und der islamische Regime hat dort auch sehr viel Einfluss und diese Bewegung, so wie ich gesagt habe, in erster Linie gegen Frauen, gegen Homosexuelle, gegen Andersdenkende, okay? Nach 7, 8 Monaten Menschen, also weltweit, haben gesagt, ja, Frauen leben Freiheit und haben wir sehr viel Solidarität gesehen im Ausland. Aber jetzt, schon seit 2, 3 Monaten, wir sehen schon Menschen, also sind nicht so auf die Straße. Irgendwie hat Regime sehr viele Menschen umgebracht, sehr viel Elend auch verursacht. Und jetzt ist ein bisschen Ruhe, hat angefangen, noch einmal Massenhinrichtungen. Also vorgestern hat 2 junge Menschen hingerichtet, die nur gesagt haben, nur eine Telegram Account gehabt haben und dort haben Islam oder Religion kritisiert. Das ist wirklich unmenschlich und auch, also fast pro 6 Stunden ein Mensch wird im Iran hingerichtet, weil islamische Regime hat mit Kopftuch angefangen und hat mit Hinrichtungen weitergemacht. Frauen im Iran haben eine Antwort gegeben, jetzt mehrere Frauen sind ohne Kopftuch auf die Straße, sie gehen auf die Straße, das heißt, wir haben einen Schritt schon geschafft. Zweiter Schritt ist Hinrichtung.
Wenn wir schaffen, Hinrichtungen im Iran irgendwie abschaffen, dann diese Revolution hat Chance gewinnen. Aber also Hinrichtung und auch Hilfe oder irgendwie Lahmpolitik von europäischen Regierungen hilft diese islamische Regime. Ich höre jetzt sehr wenig und auch von Politiker oder europäische Regierungen. Und genau deswegen, das ist sehr, sehr wichtig. Jetzt Kampf gegen Todesstrafe im Iran ist sehr wichtig. Genau dieser Film auch zeigt. Wir haben im Iran mit sehr viel Problemen, wirklich haben Sie gesehen, also das ist nur ein Teil von unserer Arbeit gegen Hinrichtungen. Wir haben versucht, Kampf gegen Hinrichtungen oder Todesstrafe attraktiv machen weltweit. Am Anfang, wenn ich gegen Hinrichtungen auf die Straße Demonstration organisiert habe, ich habe immer wieder eine Frau, hat in USA ist auch also Todesstrafe. Natürlich, wir sind gegen alle Hinrichtungen, aber im Iran ist ganz anderes. Das ist ein System und tötet alle Menschen. Homosexuelle, ich weiß, die Leute, die drogenabhängig sind, das ist ein Instrument gegen Menschen und jetzt, das ist ein Instrument gegen Revolution, Frau, Leben, Freiheit. Und wer hat jetzt in europäischen Ländern Frauenleben-Freiheit verteidigt, muss mit uns gegen Hinrichtungen sein. Dankeschön. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Nina. Wir gucken gleich nochmal darauf zurück, aber wir haben noch ein paar Gesichter und Stimmen mehr. Jetzt vom zweiten zum ersten möchte ich Hessam Yousefi auch nochmal nach vorne bitten. Derjenige, der praktisch aus 3 Minuten 70 hat und noch ganz, ganz viel Material. Herzlich willkommen zum zweiten zurück. Danke. Von hier nochmal ganz kurz, Stichwort Auge der Weltöffentlichkeit und so weiter. Ganz kurz vielleicht, was erhoffst du dir, was kannst du mit, ich meine, das ist mal so Botschaft des Films und das sind immer so leere Worte, aber was erhoffst du dir, was so 1, 2, 3 kleine Dinge sind, die der Film auf jeden Fall transportieren sollte? Herzlichen Dank erstmal und danke für die großartige Rede von Mina und auch die großartige Geschichte von Mina. Ich bin ein bisschen zurückgegangen und hat ein bisschen gestört. Nee, auf jeden Fall, was ein Film transportieren kann, ist auf jeden Fall die Stimme, die Menschen, die manchmal keine Stimme in der Gesellschaft haben oder keine Stimme in der Weltöffentlichkeit haben. Das ist so irgendwie die Rolle eines Mediums, die im Kino, da draußen, im Fernsehen oder woanders durch andere Instrumente, was wir gerade zur Verfügung haben. Und was für mich besonders wichtig ist, ist einfach, dass Filme politisch werden. Viele sind politisch großartig, viele transportieren einige Geschichten großartig, aber was sind dann die Botschaften? Und Kieślowski hatte damals irgendwie durch einen Film die Todesstrafe in Polen irgendwie abgeschafft. Nur dadurch, dass er die Grausamkeit der Todesstrafe gezeigt hat, und das finde ich einfach großartig von ihm, dass er gemacht hat. Oder er durch eine Kamera und in Gerichtssaal gegangen und dann wollte einfach den Prozess filmen. Und irgendwann hat er gemerkt, wenn die Kamera da ist, dann sind irgendwie die Strafen ein bisschen kürzer oder leichter oder da gibt es mehr Rücksicht darauf, dass die Gefangenen irgendwie weniger Strafen bekommen. Und dann hat irgendwann einfach nur eine irgendwie ausgestattete Kamera in den Saal gestellt und die Richter oder die Anwälte haben gedacht, dass die Kamera läuft und dann irgendwas aufnimmt und der Prozess ist so weitergegangen. Und das konnte auch vielleicht im Iran passieren, dass wir einfach nur durch die Medien, durch die Weltöffentlichkeit, dadurch, dass wir irgendwie die Grausamkeit in der Gesellschaft oder die Unterdrückten irgendwie im Iran in der Welt transportiert, einige Sachen macht. Und dann gerade besonders, weil wir irgendwie eine gespaltene Gesellschaft haben, rechts und links im Iran. Das ist genauso wie in Deutschland, in Europa, in der Welt. Und im Iran passiert das genauso. Und dass die Rechten auf jeden Fall mehr Mittel zur Verfügung haben, die haben mehr Geld, die haben mehr Medien, die haben mehr Kraft auch manchmal in der Opposition und im Ausland besonders.
aber die Mehrheit sitzt auf jeden Fall im Iran. Die Mehrheit, die gegen auch genauso die rechte Oppositionelle ist. Die haben aber nicht zur Verfügung manchmal, weil Internet wird ausgeschaltet, ganz leicht im Iran. Und da hört man auch wenig die Stimme der Menschen. Und da sieht man auch genauso die Medien, die irgendwie im Ausland sind, die anders berichten, als irgendwie man in der Gesellschaft sieht. Also wir haben gesehen, wie in Kurdistan einfach die Revolution angefangen hat und dann sich verbreitet hat im ganzen Iran und dann genau in Baluchistan weitergegangen und haben wir auch gemerkt, gesehen, gehört oder manchmal auch gar nicht gehört, dass an einem Tag 100 Leute in Baluchistan erschossen wurden. Davon wurde nicht berichtet. Warum? Weil also keiner hat Interesse darauf oder manche haben kein Interesse darauf und dann vielleicht nur Teheran und vielleicht auch andere Bereiche des Irans oder andere unterdrückten Volks im Iran überhaupt nicht berichten. Und hier ist, glaube ich, die Rolle der Medien sehr, sehr wichtig, wie man einfach die betrachtet oder wie man die benutzt oder wie man die irgendwie in der Weltöffentlichkeit präsentiert. Und der Film ist auf jeden Fall ein sehr kleines Teil davon, was wir irgendwie im Iran erlebt haben oder erleben oder sehen, täglich besonders. Da haben wir ein bisschen Geschichte gesehen, da haben wir die kleine Zeitreise gemacht und die kleine Zeitreise hat uns auch gezeigt, dass wir vieles irgendwie aus dem Iran nie zu Gehör bekommen haben, weil es nicht berichtet wurde. Ja, Köln, Berlin, Hamburg, da wird sage ich mal, dafür gekämpft, aber eben auch in Rhein-Neckar-Region. Ich freue mich, dass aus unserem Kooperationsnetzwerk hier auch noch ein paar Stimmen und Gesichter der hier aktiven oder derjenigen, die hier Aktivität und Weltöffentlichkeit erzeugen wollen, heute Abend hier haben. Anahita Azizi möchte ich jetzt ganz herzlich begrüßen von Frauen leben Freiheit, eine der Aktivistinnen hier vor Ort. Herzlich willkommen. Und Vanya Bestafa von so, schön, dass auch ihr heute Abend hier seid. Gelegenheit zum Vernetzen wird es auch nach der Veranstaltung in dem Sinne noch geben. Jetzt vielleicht erstmal Anahita an dich die Frage. Wir haben jetzt auch sehr, sehr viel gehört. Wie siehst du es? Wie ist es möglich, hier vor Ort auch die Stimmen zu erheben und vor allem, welche Themen beschäftigen euch jetzt gerade von Frauen leben Freiheit? Ja, hallo. Super hier zu sein mit so großkarätigen Menschen. Wir machen die Initiative Frauen leben Freiheit, die sich im Zuge der letzten Bewegungen im Iran gebildet hat. Und wir waren natürlich auch in den größeren Städten und kennen ihre Arbeit und sagten uns, boah, wenn wir auf diese Demos gehen, da wird häufig Persisch gesprochen. Es sind meistens Menschen, die ja, nicht jetzt aus der breiten Bevölkerung, wie können wir das ändern? Und naja, so gut persisch wie wir sprechen wir auch nicht, was machen wir? Und dann haben wir von Frauen leben frei, da kannten wir euch noch nicht, uns zusammengetan mit ein paar Freunden und haben uns in die Aufklärungsarbeit gestürzt. Wir haben in kürzester Zeit einen offenen Brief verfasst und haben jeden Gefallen eingelöst, eine Demo zu organisieren. Der offene Brief wurde in 7-6 Tagen von, ich glaube, über 70 Initiativen hier im Rhein-Neckar unterschrieben. Die säkulären Humanisten kann ich noch nicht, sonst hätte ich euch auch gefragt. Und so kam das im Rollen. Und 12 Tage vorher hätte ich nicht gedacht, dass ich mich so offen gegen das Regime hinstelle. Und wir sind ja nur so klein und trotzdem gegen uns die Pumpe in dem Thema. Hat das ungefähr deine Frage beantwortet? Also wir können gerne das Angebot machen. Ihr kommt auf uns zu und der geht auf unsere Seite. Ja, danke schön. Ihr seid ja auch in der Lokalpolitik bei Politischem unterwegs und versucht da auch euch zu vernetzen und Anknüpfungspunkte zu finden. Du musst jetzt nicht dein strategisches Set so verraten, aber was sind so ein, zwei Punkte, wo du sagst, da können wir wirklich einen Hebel ansetzen und da sind auch andere gefragt. Vielleicht sind ja auch Mitglieder von diversen politischen Parteien heute Abend hier. Ich glaube schon. Ich hoffe, dass welche da sind. In allererster Linie vielen, vielen Dank für die Möglichkeit. Mina Khanum, Herr Samjan, vielen Dank dafür. Wir sagen immer, es ist die Revolution für Jinjian Azadi, für Frau leben Freiheit. Und oft wird gefragt, was Frau leben Freiheit ist. Mina ist Frau leben Freiheit. Das sind die Frauen, für die wir rausgehen und für die wir gemacht haben. Und für die wir so unfassbar stolz,
dass wir Menschen wie dich haben, dass wir Frauen wie dich haben und für diese Frauen stehen wir auf. Und ich muss sagen, ich sehe im Publikum auch einige iranische Frauen, von denen ich sehr, sehr viel gelernt habe in den letzten 8 Monaten. Sedi Khanum ist eine davon, wirklich setzt sich für iranische Kinder ein. Unfassbar einfach. Auf politischer Ebene. Also wir haben uns monatelang damit auseinandergesetzt. Wir sind über Nacht Aktivistinnen geworden. Also ich war davor schon LGBTQ-Aktivist und habe mich auch für antimuslimischen, also gegen antimuslimischen Rassismus eingesetzt. Oder nicht für, Entschuldigung. lauter. Meine Güte. Und auch bei Black Lives Matter hat es bei mir so ein bisschen angefangen, dass ich dann losgelegt habe. Und über Nacht wurde ich dann angerufen und es hieß, eine junge iranische Frau, eine Kurdin, wurde ermordet. Was können wir machen? Auch in den Straßen Irans ist viel los. Dann hat sich Bia Voice gegründet. Über 40 Leute saßen auf einmal im Raum, alle eine andere Meinung, aber wir mussten eine Demo organisieren. Und daraus entstand dann Bia Voice Iran Rhein-Neckar. Dann kamen Bildungsveranstaltungen, Lesungen und dann kamen die ganzen Parteien auf uns zu. Unter anderem die SPD und die Grünen, die dann wissen wollten, was sie tun können. Und wir hatten Forderungen. Die allererste und wichtigste Forderung ist die Auflistung der IRGC, das ist die Revolutionsgarde, eine Säule, die die Islamische Republik trägt, dass die auf die europäische Terrorliste kommen. Wir haben diese Forderung vor 7 Monaten gestellt und wir sind jetzt immer noch dabei, dass Deutschland als eines der Länder sich gegenstellt und nicht möchte, dass der IRGC auf die Terrorliste kommt. Und da ist unsere Frage, diese Terroristen befinden sich auch in unserem Hinterhof. Sie sind in Deutschland, wir haben es eben wunderbar in dem Film von Hessam gesehen, die sind in der blauen Moschee. Die bedrohen uns systematisch. Ich hätte es wirklich nicht in dem Ausmaß geglaubt. Ich war letzten Monat in Hamburg, ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ich wollte diese blaue Moschee sehen. Ich war mit Daniel Ihanipour, das ist ein Abgeordneter von der SPD, unterwegs. Wir waren abends essen. Und dann hat er gemeint, Bonnet, ich zeige dir jetzt mal die blaue Moschee. Und ich habe nie Glück. Ich habe immer Pech, sage ich ehrlich, wie es ist. In mir passiert immer irgendwas. Und ich dachte mir so, ja, was soll mir schon passieren? Es ist 23 Uhr, es kann nichts passieren. Und dann sind wir zu 10 dahin gefahren, haben uns wirklich auch die Kapuzen aufgezogen, weil wir wissen, dass sie den Namen von uns kennen, sie wissen, wo wir wohnen, sie wissen alles über uns. Also das ist auch kein Witz, die wissen wirklich alles. Und dann sind wir hingelaufen, wirklich 150 Meter entfernt, bei meinem Glück, irgendein Iraner mit Kapuze schreibt an die Wand, also Khamenei, du Satans Brot, wir ziehen dich unter die Erde. So, und aus allen Ecken um diese Moschee sind Menschen rausgerannt. Menschen, die dieser Moschee angehören. Und die haben diesen Mann so geschlagen und dann drehen sie sich zu uns um und sagen, Daniel und Bonnet sind hier, rennt los. Und wir sind um unser Leben gerannt und haben dann erst so wirklich realisiert, was hier eigentlich passiert. Und wir sehen, dass der Staat uns nicht schützt. Und was wir für eine Erfahrung gemacht haben, ich meine, du warst selbst auch da bei der SPD-Sitzung, wir haben Forderungen gestellt, Forderungen, die wir seit Monaten sagen. Und all die Forderungen, die wir gestellt haben, wurden zu 99% geändert. Es ist nichts übrig geblieben, das an die Bundesregierung weitergeleitet worden ist. Und das muss sich ändern. Und dafür brauchen wir jeden Einzelnen von Ihnen, die jetzt gerade hier sitzen. Das Thema Jinjian Azadi betrifft uns alle. Danke. Wir machen noch eine Runde hier vorne, dann haben Sie natürlich auch alle die Gelegenheit, Fragen zu stellen, ob mit Mikro oder ohne. Ich bin wendig noch genug, wir kriegen da was hin. Aber eine Runde würde ich Ihnen gerne noch erlauben, denn ich habe noch 1, 2, 3 Fragen. Nina, du hast es ja im Film auch thematisiert, oder es wurde thematisiert, zentraler Ex-Muslime, ihr habt es auch nochmal angesprochen. Es geht nicht gegen die private Religion, gegen das individuelle Bekenntnis, sondern es geht vor allem gegen politische Religion, gegen diese, die anderen ihren Willen, ihre Meinung, eigentlich müsste man fast sagen, auch ihren Glauben aufzwingen wollen. Wo siehst du denn da, das ist immer auch so ein bisschen natürlich Kaffeesatzleserei, aber wo siehst du die Macht dieses Regimes? Es hat ja Ökonomie, es hat politische Macht, das hat sich, wie du schon gesagt hast, in anderen Ländern vernetzt, aber Religion spielt ja auch eine Rolle. Was sind die Trumpfkarten, womit dieses Regime praktisch auch immer noch ihre Anhänger organisiert, mobilisiert und sich trotz allem immer noch so stark an der Macht hält? Also, soweit Iran betrifft, es gibt ein falsches Bild in verschiedenen Medien. Also, das wird immer wieder gesagt, zum Beispiel meine Revolution oder unsere Revolution vorher gegen Pahlavi-Diktatur war eine islamische Revolution. Das wurde genannt und irgendwie gemacht.
Und dann im Laufe der Zeit, Iran ist ein islamischer Land. Und so bis jetzt. Also Khatami ist besser als andere, Rouhani ist besser, man kann Islam reformisieren und bla bla. Berlin-Konferenz haben Sie alle gesehen. Hauptsache ist, dass im Iran haben Menschen gekämpft. Wir Frauen waren damals auf die Straße und schon seit 44 Jahren. Wir kämpfen gegen ein islamisches Regime, aber dieses Regime ist brutal und mit dieser Brutalität hat sich befestigt im Iran. Das ist meine Interpretation. Also immer wieder mit Steinigung, mit Todesstrafe und jeder Mensch ist unter Kontrolle. Dann kommen wir nach Ausland und so wie Sie gehört haben, also ich sage kurz auch, vorher wir waren Ausländer und jetzt im Laufe der Zeit waren wir alle Moslem, haben wir ein Etikett bekommen. Ich bin auch angeblich ein Moslem und ich sage immer wieder diese also Erinnerung, zum Beispiel, wenn diese Karikaturgeschichte im Lauf war von Dänemark, dann war ich zu Hause und ich sehe WDR und dort kommt Vorsitzende von Zentrale der Moslems und sagt, Millionen Moslems sind beleidigt von dieser Karikatur. Und diejenige, die Interview macht, ohne etwas, geht weiter. Damals habe ich meine Mama im Iran angerufen, 80 Jahre alt, habe ich gesagt, Mama, bist du beleidigt? Ich habe gesagt, nein, überhaupt nicht. Im Iran, Menschen machen immer Witze über Prophet Mohammed. Dann habe ich diese WDR angerufen, habe ich gesagt, machen Sie minus 3. Ich, meine Mama, also Mama, und meine Mama. Islamische Regime ist brutal und auch in Europa oder europäische Regierungen irgendwie diese irgendwie Zusammenarbeit, also Interesse wirtschaftlich und politisch ist eine Seite und auf andere Seite auch Islam, also Religion ist das zum Beispiel Steinigung ist ein Kulturphänomen, Frau Ahal, Sie kommen aus dem Iran, Sie haben andere Kultur, andere Mentalität. Ich habe gesagt, Steinigung ist nicht unsere Kultur. Also ich meine, diese Zusammenarbeit hat uns bis jetzt so weit gebracht, wenn wir gegen islamische Regime kämpfen, dann wir müssen auch diese Multikulturalisten, Postmodernisten kritisieren. Wir müssen mit Ayatollah Steinbach auch auseinandersetzen. Steinbach, ich weiß nicht, ob Sie kennen, aber ich sage Ayatollah Steinbach. Und wir müssen auch mit all diesen Thesen auseinandersetzen. Und genau deswegen, unsere Arbeit ist sehr wichtig, aber sehr schwer. Und ja, islamische Regime hat bis jetzt geschafft, weil Brutalität und Hilfe von europäischen Regierungen mit diesen Thesen und Themen hat schon geholfen. Danke. Ananita, jetzt ist ja die Revolution auch die Revolution der Frauen. Feminismus in dem Sinne, oftmals wird es ja dann immer auf diese Kopftuchgeschichten und so weiter reduziert, aber da geht es ja auch um mehr. Wo würdest du sagen, warum und ist diese Revolution weiblich und was sind vor allem auch Forderungen der Frauen, die diese Revolution in dem Sinne für eine Revolution der Frau machen? Das ist eine sehr philosophische Frage. Ich versuche es nach meinem besten Wissen und Gewissen zu beantworten. Ich glaube, das Wort Feminismus an sich sollte vielleicht auch noch mal kurz debattiert werden. Der wird anders verstanden als hier Third Wave. Ich würde jetzt auch nicht protofeministisch sagen, weil das sind Menschen, die wissen, was Feminismus bedeutet. Also wahrscheinlich werden sie ihre eigene Ordnung dafür finden und da bin ich zu weit soziologisch weg. Aber ich denke, dass hier, wenn man von feministischer Revolution spricht, oder teilig feministisch, es ist ja auch eine Arbeiterbewegung, es ist ja auch ein klassistischer Weg. Ne? Man sieht so viel Reichtum im Land oder man weiß sie und man hat nichts davon und die Milliardäre wachsen. Aber zurück zum Feminismus würde ich sagen, dass es eine weibliche Revolution mit ist, weil am vordersten davon eben auch Frauen, LGBTQ, Minderheiten, oder man kann nicht Minderheiten sagen, weil 10% Kurden, aber stehen an allererster davor, weil sie am meisten getreten sind. Und ich glaube, die Forderung, die ich zumindest gehört habe, da könnt ihr mich gerne korrigieren, ist nicht, ich möchte einen Extrakurs belegen können, und möchte ein Nachttaxi. Ja, ich möchte keine Bevorteiligung, sondern es geht darum, vor Gesetz gleich zu stehen und den Schutz, und das ist ungleich des Mannes, Schutz vor körperlicher, also Schutz vor körperlicher Versehrtheit sozusagen, dass man da den Schutz kriegt. Und das ist das Extra der Frau, was ich jetzt raushöre. Ansonsten, das ist die Forderung des Feminismus und warum ist es feministisch, warum sind die Frauen in allererster Front?
Das sind die Bilder, die uns erreichen und wir sehen von den Kleinkindern bis zu Kreisen, Sansen, die wir aus die rufen und das Schweigen scheint gebrochen zu sein. Es ist total interessant, dass kleinste Schulmädchen schon diese Frische mitbringen und sagen, nee, warum ich nicht? Und dieser Schalter muss erstmal gelegt sein und ich denke, dass das flächengreifend bei den Frauen der Fall ist. Und das Kopftuch, und jetzt komme ich zurück, das scheint eine Machtdemonstration dieser Regierung zu sein. Wenn ich jeder Moment, jede vierte Person hier aus der Reihe ziehen kann, willkürlich, dann kriegen das auch die Jungs mit, oder? Da sind wir uns doch klar, dass man hier bewegt wird. Und nicht jeder Mensch profitiert von dieser Regierung. Und deswegen wollen wir den Geldhahn für die Revolutionsgarde abdrehen. Und das war auch der Antrag, der übrigens auch unsere Tippfehler drin hat, dass das aufhört, damit da der Mehrgewinn, dort mitzumachen und mit böse zu sein und die Menschen eben rauszuziehen, aufhört. Ist das ungefähr? Dankeschön. Entschuldigung, mein Fehler. Für dich die Frage Richtung Gewinn, Ökonomie und so weiter, Geldhahn zu, Geldhahn ab. Wir alle wissen, es ist ein offenes Geheimnis, dass der Iran auch in Deutschland Geld verdient, mit deutschen Firmen Geld verdient. Ist auch eine ökonomische Frage, es ist eine langjährige ökonomische Zusammenarbeit. Ich weiß auch, dass ein deutsches Unternehmen zum Beispiel die Internetversorgung des Regimes sicherstellt. Namen habe ich jetzt gerade vergessen, sollte ich auch, glaube ich, hier nicht nennen. Ist auch egal. Aber es sind Verflechtungen da. Wo würdest du sagen, wären da Ansätze, dass man da was macht? Ich meine, schließlich der Iran, das finde ich auch so lustig, der liefert Drohnen an Russland, das will ja eigentlich boykottieren, aber boykottieren wir auch den Iran? Ich liebe wirtschaftliche Fragen, muss ich sagen. Das war ganz toll. Fangen wir einfach mal damit an, dass Deutschland der größte Handelspartner des Irans ist. Also weiterhin stetig seit über 20 Jahren arbeitet Deutschland stetig mit dem Iran. Wir haben es ja gesehen, dafür war ja der Kongress da, um den Iran zu verharmlosen. Aber was zu verharmlosen? Mord, Terror, Hinrichtung? Zu verharmlosen, dass der Iran mit Raketen ein ukrainisches Flugzeug abschießt 2020, wo viele junge Menschen ermordet worden sind und sie dann sagen, wir wussten das nicht, wir waren das nicht? Und wir schauen bewusst weg. Und der Punkt ist wirtschaftliche Beziehungen. Der Iran ist bezüglich des Atomabkommens sanktioniert. Jegliche Verhandlung auf wirtschaftlichen Wegen mit dem Iran ist eigentlich illegal. Und Europa macht es bewusst über Drittstaaten. Europa profitiert von der Geldwäsche der Islamischen Republik innerhalb des europäischen Raumes. Und wir haben es aufgedeckt. Wir haben super tolle Aktivisten, super tolle Journalistinnen, die hier in Deutschland unter anderem leben und Sachen veröffentlichen und es wird trotzdem weiterhin ignoriert. Und was mich persönlich enttäuscht, wir hatten 16 Jahre eine schwarze Regierung und wir hatten eine Frau Baerbock, die zu ihrem Wahlkampf gesagt hat, es reicht mit dem Status quo, Menschenrechte an die Front. Und meine Frage ist, Frau Baerbock, wo sind die Menschenrechte an der Front? Der für Siemens gearbeitet hat, der übrigens jetzt auch im Iran Sicherheitswarnsysteme verkauft hat, also Kamerasysteme, die statistisch Menschen von ihrem Gang und von hinten erkennen. Und dadurch finden die Leute protestieren und gehen zu ihnen nach Hause, schleppen sie ab, sodass man nicht herausfällt, dass sie auf der Straße die Menschen misshandeln und schlagen, sondern dass sie erst ins Gefängnis kommen und dort dann umgebracht werden. Das heißt, Deutschland trägt eine enorm große Schuld und das muss ein Ende haben. Es muss ein Ende haben und dafür ist unsere Regierung auch zuständig, es zu ändern. Dafür ist jeder von uns zuständig, das ist ein Gewissensakt. Jamshid Shamat ist ein deutscher Staatsbürger, er hat für Siemens gearbeitet und er soll vielleicht am Samstag exekutiert werden. Und die Lage ist ernst und vielleicht sollte man diese Situation auch wirklich mal nutzen. Morgen wird ab 12 Uhr auf Twitter, falls ihr Twitter habt, nutzt es bitte, teilt die Beiträge von Amnesty International. Morgen soll der letzte Twitter-Sturm sein, in der Hoffnung, dass Jamshid Shamat nicht exekutiert wird. Seine Tochter Ghazal Shamat ist am Ende, wir haben heute nochmal telefoniert. Bitte, teilt den Beitrag, markiert Frau Baerbock und markiert Herr Scholz, die müssen jetzt endlich mal wach werden. Danke. Ein ganz kurzes Wort, weil wir es vorhin auch hier hatten, wenn man Kameraräume und die Grausamkeiten zeigt und links von mir werden noch mehr Grausamkeiten erzählt und ich merke, dass die Menschen hier ja auch ziemlich mitschwingen. Aber ich denke, dass der Fall Iran besonders deswegen interessiert, weil wir uns irgendwie damit identifizieren können. Wir merken, dass etwas ganz Großes im Gange ist und sehen auch, wie wunderbar der Mensch ist. Nicht nur die Frau, nicht nur der Mann, nicht nur die queeren Leute, sondern als Gesamtes.
wie raffiniert, wie vielfältig der Protest ist, ziviler Ungehorsam, was ich persönlich tun kann und nicht noch mein letztes Gefängnis meiner Familien zurückziehe oder eben einen Schritt nach außen gehe und das täglich. Ich denke, das ist inspiriert und da hinzugucken, das ist, glaube ich, das Besondere, dass ihr heute Abend hier seid, dass ihr das morgen mit zur Arbeit in die Sozialräume nehmt, dass ihr, wenn ihr iranische stämmige Freunde habt, sie anspricht, dass wir dem Algorithmus, Medienhäusern und auch der Politik zeigen, dass uns das Thema inspiriert und erstaunt. Ja, auch im positiven Sinne. Das sind wahnsinnig tolle Menschen. Das wollte ich jetzt nochmal im Vergleich, also zum Ausgleich noch in die Wahl stellen. Ja, danke schön. Hinschauen ist auch ein Wort, Hesam. Du wirst ja weitermachen nach deinem Bachelor an der TU Darmstadt, geht's weiter nach Köln dort. Und da wirst du deinen Master machen, das ist sehr, sehr erfreulich. Und wenn du das jetzt so gehört hast, wo könntest du denn vorstellen, am Thema weiter anzuknüpfen? Wäre es vielleicht so eine Enthüllungsdoku über deutsche Unternehmen oder iranischen Geschäfte oder nur so als kleine, wie gesagt, du solltest es jetzt nicht als Arbeitsauftrag verstehen, sondern vielleicht auch einfach als kleine thematische Anregung. Eine großartige Bewerbungsfrage. Genau, ich würde ganz kurz auf der vorherigen Frage irgendwie eingehen, bevor ich das beantworte, was irgendwie die feministische Bewegung betrifft. Ich glaube, als Frau, als Individuum im Iran wird man erstmal irgendwie diskriminiert, ausgebeutet und irgendwie unterdrückt. Dann als eine Arbeiterin, dann zweimal Unterdrückung. Also einmal eine Frau, danach eine Arbeiterin, die zweimal unterdrückt wird, zweimal ausgebeutet wird und irgendwie zweimal diskriminiert wird. Als Kurdin dann dreifacher irgendwie. Als eine Frau einmal unterdrückt, als Arbeiterin zweimal unterdrückt und als Kurdin zum dritten Mal. Und genau ausgebeutet und diskriminiert. Und genau aus diesem Grund, bitte? Als Ehefrau nächste. Genau, also in einem patriarchischen System sieht man das einfach, die Stufung, wie die Unterdrückungsstufe irgendwie aussieht. Deswegen so eine großartige Revolution, eine großartige oder eine moderne, eine alternative Revolution aus Kurdistan entsteht. Und genauso, wo die Frauen gegen ISIS gekämpft haben, wo die Frauen gegen die schwarzeste Bewegung, gegen die irgendwie grausamste Bewegung in der Welt gekämpft haben, die besiegt haben. Und da entsteht so eine Revolution, wo die Unterdrückung irgendwie dreifacher größer ist. Und deswegen nennt man einfach eine feministische Bewegung oder eine Frauenbewegung. Und deswegen hört man die Bewegung im gesamten Iran und auch in der gesamten Welt. Und das ist deswegen wichtig, dass wir irgendwie die Geschichte oder die Wahrheit auf verschiedenen Seiten betrachten und nicht nur irgendwie nach der Wahrheit suchen, sondern nach das suchen, was wir irgendwie gerade erlebt haben oder gesehen haben, was auch manchmal nicht die Wahrheit entspricht, weil wir auf verschiedenen Winkel die Sachen sehen können. Und das ist leider immer noch so, also die Frau, die ermordet wurde und deswegen die Revolution entstanden ist, hatte zwei Namen und dann bei den Kurden zum Beispiel in Iran irgendwie gar keinen kurdischen Namen haben dürfen, wurde die Frau Mahsa genannt. Ein Kolonialname nennen wir das irgendwie. Ich als ein Kurde nenne ich das immer als Kolonialname. Weil ich darf nicht zum Beispiel einen kurdischen Namen wählen. Gina durfte auch keinen kurdischen Namen wählen. Deswegen musste sie den Namen Mahsa haben. Und das betrachtet man nicht. Also da wird man zum vierten Fach irgendwie unterdrückt, diskriminiert und ausgebeutet. Und ich finde, die Geschichten sind total wichtig, dass wir die hören, dass wir die kennen, dass wir irgendwie auf den anderen Ebenen auch sehen. Aber ja, KHM Köln. Und natürlich, also ab Oktober fange ich an in KHM, Kunsthochschule für Medien, im Bereich Film und Fernsehen. Und da würde ich auf jeden Fall mit Dokumentarfilmen anfangen. Also ich meine, diesen Dokumentarfilm habe ich mit sehr vielen, mit nicht vielen Mitteln, sondern mit sehr wenigen Mitteln entwickelt und fertiggestellt. Und irgendwann Giordano Bruno Stiftung eingestiegen und wenig Mittel zur Verfügung gestellt hat, was enorm geholfen hat, den Film weiterzuentwickeln. Und das ist auch ein riesiges Thema in Deutschland, ob ich als
vielleicht ist politisch unkorrekt, aber als Kanake eine Forderung kriegt oder nicht, also eine Filmforderung, das ist ein riesiges Thema und das ist genauso nochmal die Unterdrückung der Diskriminierung jetzt weiter auch in Deutschland und das ist ein enormes Problem, wenn ich hier irgendwie ein, wir haben einen großartigen Filmemacher hier auch, er will das verschweigen, aber er ist hier scheinbar so viel und man erfährt von vielen Filmemachern, ausländischen Filmemachern, migrantischen Filmemacherinnen, dass die immer wenig hier Forderungen bekommen dürfen oder können. Und das ist auch ein Thema. Und ohne Forderung, einen Dokumentarfilm zu machen oder einen Film zu entwickeln, ist auch enorm schwierig. Ich habe es ja ganz alleine gemacht, den ganzen Film gemacht, also ich habe Kamera gemacht, ich habe Regie gemacht, ich habe dann den Film geschnitten. Endlich habe ich auch ein bisschen Marketing gemacht, also dann irgendwann kann ich nicht mehr. Und ich glaube, jetzt vielen so, die genauso wie ich arbeiten, Guerilla-Arbeit nehmen, die manchmal irgendwie alles alleine machen und müssen die alleine machen. Und meinen Abschlussfilm habe ich auf jeden Fall nochmal in diesem Bereich, Menschenrechtsbereich gemacht, in Kurdistan, also Nordirak, nochmal einen Porträtfilm über eine Frau, die gegen Ehrenmord in Kurdistan kämpft und der Film wird bald fertiggestellt und weitere Projekte in diesem Bereich kommen hoffentlich. Jetzt möchte ich auch über Cemşit Şarmat reden. Also ich mit Razale Şarmat, die Tochter von Cemşit Şarmat, haben wir eine Kampagne mit einigen anderen Frauen oder Frauenrechtsorganisationen eingefangen. Das ist eine sehr wichtige Kampagne, weil Cemşit Şarmat ist Deutsche und wurde schon abgeschleppt und jetzt ist in Gefahr, hingerichtet werden. Fast 500.000 Menschen haben unsere Petition unterschrieben zum Beispiel und Razale war sehr unterwegs in verschiedenen Medien. Ich möchte hier betonen, also Cemşit Şarmat war oder ist Padişahı'ha oder Monarchist. Und wir arbeiten jetzt zusammen. Ein Punkt ist sehr wichtig, Kampf gegen Todesstrafe. Und wenn du als ein Aktivist bist, du musst blind sein. Diejenige, die im Todeszelle sitzt, egal was er gemacht hat, was denkt oder was ist die Geschichte. Wir sind absolut gegen Todesstrafe und wir arbeiten jetzt zusammen. Das ist ein Punkt. Zweiter Punkt ist, dass die deutsche Regierung war sehr oft taub und stumm, soweit Hinrichtungen im Iran betrifft. Aber jetzt, wir haben schon mit dieser großen Kampagne auch die deutsche Regierung unter Druck gesetzt. Also haben schon jetzt, also Annalena Baerbock oder andere haben darüber gesprochen, aber ich denke, das ist eine sehr wichtige politische Sache. Wenn Şarmat im Iran hingerichtet wird, wirklich die deutsche Regierung hat gesagt. Und ich habe zum Beispiel, wir haben Kampagne von Sakine Mahamadi Aşiyani gemacht und damals zwei deutsche Journalisten waren im Iran im Gefängnis, wurden schon festgenommen. Ich habe mit diesen zwei Deutschen gearbeitet und ich habe schon übersetzt als die im Iran mit Sajjad, der Sohn von Sakine, Interview gemacht haben. Der Mann hat gesagt, Frau Ahadi ist ein bewaffneter Männer. Dann habe ich gesagt, okay. Und dann, also ich war diejenige, die erste Mal erfahren habe, die zwei deutschen Journalisten sind schon festgenommen, ich habe aus dem Ministerium angerufen und es gab eine Krisensitzung und haben am öffentlich, Sie können auch nachher im Internet gucken, 100 sehr bekannte Politiker oder Künstler oder ich weiß nicht, Künstlerinnen in Deutschland haben schon eine Kampagne angefangen, zwei deutsche Journalisten sollen freigelassen werden. Aber schon seit 2 Jahren wir laufen und die deutsche Regierung sagt, schweigen Sie bitte, weil das bringt nicht sehr viel. Bis jetzt, also wir haben schon Kampagne gemacht, aber die deutsche Regierung hat immer wieder, war der Meinung, wir können schon mit Regime reden und irgendetwas machen. Nein, das bringt nicht, uns nicht weiter. Was ich betonen möchte, das ist eine sehr wichtige Kampagne, bitte machen Sie mit. Auf einer Seite, wir retten einen Mensch. Und auf zweiter Seite, wir können noch einmal deutsche Politik unter Druck setzen. Man muss schon gegen etwas machen. Genauso wie Sie
gegen diese Freilassung von diesen zwei deutschen Journalisten gemacht haben. Westerwelle war im Iran und hat diese zwei deutschen Journalisten mitgenommen. Also hinter geschlossenen Türen waren auch Sitzungen und hin und her, aber trotz alles, Druck hat schon geholfen. Und das ist wirklich eine Ausrede, wenn man hört, wir müssen schon leise sein und dann islamische Regime macht etwas. Nein, das macht nicht. Und genau deswegen, das ist sehr wichtig. Also diese Kampagne. Save the Hijab. Ja, vielleicht haben Sie ja jetzt noch eine Idee, wie wir weiter Druck erzeugen könnten oder die eine oder andere Frage. Ist jetzt noch ein bisschen Gelegenheit, wie gesagt, alle vier sind noch da, gerne auch mit Adressierung an jemanden oder offen, dann schauen wir, wer antwortet. Hallo, ich bin Nina, ich studiere Politikwissenschaften und werde dann ab nächsten Jahr im Europäischen Parlament arbeiten und ich werde auf jeden Fall versuchen, Ihre Forderungen hier mitzunehmen. Und ich habe tatsächlich zwei Fragen an Sie alle. Nämlich habe ich letztens einen Podcast von The Guardian gehört und da war eine iranische Aktivistin und sie hat die Revolution im Iran als gescheitert bezeichnet, also die jetzige Revolution. Und ich wollte mal fragen, wie Sie dazu stehen und wenn Sie dem zustimmen, was man tun kann, um die wieder anzufachen. Natürlich so, ich bin Deutsche, ich bin nicht Iranerin, ich kann mich nicht in die Situation einer Iranerin hineinversetzen, weil ich das nie in meinem Leben erlebt habe. Dennoch würde ich gern teilhaben und so gut unterstützen, wie es geht. Und dann vielleicht noch die zweite Frage. Sie haben erwähnt, dass Feminismus und Multikulturalismus nicht zusammenpasst und dass Sie auch gegen feministische Vereinigungen kämpfen müssen, in Anführungszeichen. Und da wollte ich nochmal nachfragen, weil also mein Verständnis von Multikulturalismus ist jetzt nicht, also es ist nicht Steinigung, das Steinigung ist auf keinen Fall, ich glaube niemand, der sich wirklich als Feministin bezeichnen würde, würde sagen, Steinigung ist Kultur. Und da wollte ich mal nachfragen, wie Sie ja, das begründen würden, dass Multikulturalismus und Feminismus nicht zusammenpasst. Ja, Dankeschön. Fangen wir jetzt mit der zweiten Frage gleich an und dann Revolution gescheitert. Ich antworte sehr schön. Nein, ich denke nicht, ist nicht gescheitert. Und ich denke, also das geht weiter, weil Millionen Menschen akzeptieren nicht mehr dieses Regime und jeden Tag, also auf die Straße ist diese Revolution zu Hause in Köpfen von Menschen. Und ich denke, das geht schon weiter und Sie können auch nachher sehen. Also das ist sehr viele Diskussionen, aber wir vorbereiten uns alle und das geht weiter, diese Revolution. Denn die Frage ist das. Es widerspricht sich gar nicht so. Also erstmal zu der einen Frage mit dem Guardian. Ich habe das auch gehört. Die Meinungen spalten sich. Einige sagen, ja, es ist gescheitert, aber ich finde, das ist erst dann gescheitert, wenn es gar kein Ergebnis hatte. Aber wir haben ein Ergebnis. Die ganze Welt schaut auf den Iran. Die ganze Welt sieht, was im Iran passiert. Jetzt zwar etwas weniger, aber was haben wir erreicht? Ein ganzes Land mit verschiedenen Völkern. Der Iran ist weiterhin ein Mehrvölkerstaat. Läuft Hand in Hand weiter. Die Revolution lebt auch weiter. Außerhalb des Irans sprechen wir weiterhin darüber. Eine Revolution wäre gescheitert, wenn wir jetzt alle nicht hier sitzen würden und über den Film sprechen würden. Und das ist die Bewegung einer Revolution. Ich finde, es gibt auch verschiedene Definitionen von Revolution. Einige sagen, man kann eine Revolution erst Revolution nennen, wenn man die Revolution gewonnen hat. Andere sagen, eine Revolution bildet sich aus verschiedenen Ethnien, Altersklassen, finanziellen, sozialen Schichten, ökologischen Schichten und. Und ich bin genau ein Freund davon. Wir haben 60%, nahezu 70% des Irans ist unter 35. Und diese Jugend wollen die Islamische Republik nicht mehr. Und da müssen wir auch genau hinschauen. Wir haben eine große LGBTQ-Community, eine große Community an Frauen im Iran. Über 70% davon studieren, sind AkademikerInnen. Und diesen Menschen müssen wir eine Stimme geben und ein Gesicht geben. Das hat sie auch im Film gesagt, dass man immer diesen Menschen ein Gesicht geben muss. Darum haben wir auch gesagt, Jina Aminis Gesicht ist das Gesicht dieser Revolution. Sie war nicht die Erste. Neda Abbas-Sultan war eine der ersten 2009, wo man wirklich das Bild durch die ganze Welt ging. Aber ihr Gesicht hat die Intersektionalität des Irans gezeigt. Und
Und die zweite Frage war ja bezüglich des Widerspruchs zwischen Multikulturalismus. Ja, genau. Das widerspricht sich gar nicht so. Es geht um westlichen Feminismus und Feminismus im Mittleren Osten. Der westliche Feminismus gibt gerne Sachen ab. Wir haben die Angewohnheit, durch eine westliche Brille zu schauen und zu sagen, ja, im Iran ist es zum Beispiel so, dass Frauen systematisch unterdrückt werden. Sehr viele sagen dann, ja, aber das ist die Kultur, das ist bei denen normal. Das haben wir auch bei dem Kopftuchthema gemerkt. Die ersten Tage, wo es hieß, Iranerinnen verbrennen ihr Kopftuch, kann man gerne auch gucken unter der Tagesschau, der allererste Beitrag mit Gina Mahsa Amini, der kam übrigens 4 Wochen, nachdem sie ermordet worden ist, der richtige Beitrag, was ich eine Schande finde für Öffentlich-Rechtliche. Und unter den Kommentaren steht drunter, was haben wir in Deutschland damit zu tun? Dort ist das doch normal. Das ist bei denen Gesetz. Sie müssen sich ans Gesetz halten. Nein, nur weil etwas Gesetz ist, heißt es nicht, dass ich mich daran zu halten habe, wenn es Menschen unterdrückt. Das bedeutet, uns vielleicht vom Kopf einfach mal von gewissen Gesetzen distanzieren, wenn es andere Gruppierungen systematisch fertig macht und unterdrückt. Und vor allem die iranischen Frauen setzen ein starkes Zeichen, die afghanischen Frauen setzen ein starkes Zeichen mit den Taliban. Wir haben sie im Westen im Stich gelassen, sind von dort aus rausgegangen und die Frauen kämpfen für sich alleine weiter. Und die kämpfen auch im Iran für sich weiter, für ihre Rechte. Und zu sagen, dass Steinigung etwas Kulturelles ist, das kommt wirklich sehr, sehr oft vor. Schauen wir uns zum Beispiel jetzt die Debatte, die allererste Iran-Debatte, was ich übrigens auch sehr peinlich für Deutschland finde, wurde im Bundestag von der AfD begonnen. Das müssen Sie sich mal überlegen. Eine AfD stellt sich vorne hin, die antimuslimischen Rassismus betreibt, die gegen Ausländer ist, die für Abschiebung ist, die Menschen erschießen wollen, die über die Grenze laufen, weil sie keine andere Möglichkeit mehr haben, erzählt dann den anderen unserer Regierung, die eine Ampelregierung ist, etwas von der iranischen Revolution. Und da kamen die ersten Probleme auf, weil die AfD auch eine der ersten Parteien war, die sich bei den Organisationen gemeldet hat, auch bei uns. Die haben gemeint, wir wollen mit euch auf den Demos mitlaufen. Und ich habe gesagt, ich aber nicht mit euch. Nichtsdestotrotz war das Thema die Unterdrückung der Frau durch den Islam. Sie haben das Thema komplett ausgenutzt und auf die westliche Seite geholt, von wegen, ja, der Islam ist so und so. Deswegen müssen wir jetzt für den Iran was tun, weil der Iran hat eine 5000 Jahre alte Kultur. Sie haben damals die Jüdinnen gerettet. So, das heißt, wir müssen diese westliche Brille absetzen. Hören wir auf, von einer privilegierten Sicht rüber zu schauen und hören wir auf, patriarchale Schichten so zu akzeptieren, wie sie sind. Wir haben es geschafft, das Patriarchat in gewisser Sicht im Westen zu brechen. Und jetzt ist unsere Aufgabe, dieses Patriarchat im Iran zu brechen. Und zwar auf eine religiöse Art und Weise. Ein Patriarchat, wo auch wir eine Verantwortung treffen, denn auch der Westen hat eine große Rolle gespielt bei der Revolution 1979. Ganz kurz würde ich auf jeden Fall die Ergänzung, dass die Revolution 1979 wurde durch die Islamisten unterdrückt und weitergegangen. Also die Revolution wurde nie ein Erfolg gehabt. Also der Erfolg wurde unterdrückt. Also das gesagt wird, dass 98% der Bevölkerung im Iran in einem Referendum teilgenommen haben und die islamische Regierung irgendwie abgestimmt haben, das stimmt überhaupt nicht. Also Kurdistan mit 12 Millionen Bevölkerung hat diesen Referendum komplett boykottiert. Baluchistan hat überhaupt nicht an diesem Referendum teilgenommen. Und dann, wo ist es bitte, dieser Referendum? Diese Revolution ist weitergegangen und lebt immer noch und hat immer gelebt. Und die Menschen haben nach Freiheit gerufen, immer seit 1979 und bis jetzt, und es geht weiter. Und die Revolution wurde nur unter Druck, mal langsamer weitergegangen, mal stärker, mal in einer größeren Masse, mal in einer kleineren Masse. Diese Revolution wurde in Kurdistan besonders, in Baluchistan besonders, nie ausgescheitert. Von 1979 bis jetzt in diesem Moment. Diese Feministinnen oder Multikulturalismus betrifft, ich sage auch kurz etwas. Ich war 1995 in Peking-Konferenz, 25.000 Frauen waren dort und wir wollten eine Resolution gegen Steinigung verabschieden lassen. Das war nicht möglich, auch bei NGO-Organisationen, nicht in staatlichen Sitzungen, sondern NGO. Und ich habe von meinen feministischen Freunden gehört, immer wieder,
Mina, schaust du die Frauen, die mit Chagr unterwegs sind in Peking-Konferenz? Das ist schon eine Kultur und das ist auch schön, Mina. Einige sind mit Chador unterwegs, einige ohne Kopftuch. Das war damals 1995. Und dann im Laufe der Zeit habe ich immer wieder gesehen, zum Beispiel, meine Frage ist das, natürlich verschiedene feministische Organisationen gibt es weltweit und einige haben andere Meinungen gehabt. Aber die Frage ist das, wie viele Frauenorganisationen haben gegen Steinigung gekämpft weltweit? Sehr wenig. Wie viele sind jetzt gegen Kopftuch von Kindern in Schulen in Europa auch? Sehr wenig. Also irgendwie haben wir mit dieser Tendenz zu tun, soweit Islamismus und politischer Islam und Kopftuchdebatten und alles betrifft, sehr viele feministische Organisationen haben irgendwie andere Meinung. Ich möchte jetzt nicht sehr viel darüber reden. Genau. Und auf anderer Seite, sehr viel, also in Medien habe ich schon gesehen, oder Philosophen, ich weiß nicht, Professoren, ich habe zu tun gehabt mit einigen und habe ich immer wieder diese Haltung gehört, ja, Frau Ahed, Sie kommen aus anderen, Sie haben andere Kultur, andere Mentalität, als ob alle diese Menschenrechtsverletzungen, als ob Kopftuchzwang oder alles ist ein Kulturphänomen. Also ich meine, das ist ein großes Problem und muss man vielleicht darüber sehr viele Leute, also wir müssen darüber reden und auch die Leute, die können kritische Auseinandersetzungen haben, das machen. Aber wir haben in Alltag nehmen, zum Beispiel, es gab eine Ausstellung irgendwie in Köln und haben dort Frauen mit Niqab dort also eine Ausstellung gemacht und haben ein Interview gemacht. Wie fühlst du dich also unter diesem Niqab? Und wir müssen diesen Frauen helfen. Nein, Niqab ist schon Frauenrechtsverletzung. Und wieso diese Menschen oder diese Tendenz oder diese Richtung bekommt sehr viel Aufmerksamkeit und die Frauen, die gegen sind oder in Gefahr sind, weil Ex-Moslem sind oder weil möchten gar keinen Kopftuch tragen, in Deutschland hingerichtet werden zu Hause, von, also ich meine Ehrenmord und so, wieso diese Menschen haben wenige Möglichkeit auch in Medien gehen und über diese Problematik reden. Also wir haben wirklich mit einem Problem zu tun. In Deutschland und in Europa. Danke. Gegangen, aber viele von Ihnen sind noch hier, also ein, zwei Fragen. Wenn jetzt noch Fragebedarf ist und nicht alle oder so viel gesagt wurde, oder gibt es noch ein, zwei Hinweise, Fragen? Wie gesagt, das muss auch nicht sein. Wunderbar. Dann möchte ich wo? Entschuldigung. Ja. Hallo, schönen guten Abend. Mein Name ist Sascha und ich folge sehr gerne Menschenrechtsaktivisten auf der ganzen Welt. Und man hat selten die Gelegenheit, vor Aktivisten wie Ihnen zu sprechen. Und was mich interessieren würde, ist, wie beschämend ist es eigentlich, dass Menschenrechtsaktivisten, Whistleblower, Julian Assange, Snowden und so weiter, die westliche Welt aufdecken, dass selbst diese Menschen so verfolgt werden, die keinen Schutz bekommen, weder von der EU oder von den USA sogar streng verfolgt werden, wie sehr haben sie selbst eigentlich auch Angst, dass wenn sie mal ein Thema aufdecken, wo es wirklich brisant wird, und das ist ein Thema, sie waren so oft unter Personenschutz auch gestanden, bei der Blauen Moschee verfolgt zu werden, wie oft haben sie wirklich Angst, dass sie auch niemals Unterstützung erfahren werden, wenn sie mal verhaftet werden, wenn irgendjemand hinter ihnen her ist. Geht da noch eine mit? Hier war noch eine Frage. Ich wollte fragen, ob ihr noch was sagt zu der Demo am Samstag und weiteren Aktionen. Claudia, auf dich ist Palast. So, ja, dann. So, wer möchte? Okay. Also wenn die Frage ist, dass, ob ich Angst habe, ich habe keine Angst irgendwie. Weil, also meine Lebensgeschichte ist, dass ich habe dieses Problem von Anfang an gesehen, also politisch ist das im Iran. Und irgendwie, ich war mächtig, damals auch, wenn wir auf die Straße waren und haben gesagt, Frauenrechte sind weder östlich oder westlich, sondern universal. Damals, am Anfang, Männer haben uns geschimpft mit Bart.
Und dann Männer mit Messer, Männer mit Kalaschnikow und haben wir verloren. Aber irgendwie kenne ich diese Bewegung. Wenn du Angst hast oder Angst zeigt, dann die werden noch aggressiver. Soweit mich betrifft, ich habe keine Angst, aber ich denke, das ist ein großes Problem, zum Beispiel in einem europäischen Weltleben. Sie haben hier auch gesehen, ich rede nie über meine Kinder, weil meine Kinder wurden auch bedroht. Das ist wirklich problematisch. Ich war, wenn ich das erste Mal gehört habe oder gesehen habe, eine Morddrohung gegen mich und auch haben geschrieben, auch deine Kinder, das war eine rote Linie für mich. Das ist wirklich unglaublich, unmenschlich und barbarisch. Was soll diese Kinder machen zum Beispiel? Genau deswegen, ich denke, in Deutschland, also ich werde sehr viel bedroht. Einmal, letztes Mal habe ich Rede gehabt gegenüber dieser Mosche, Blaumosche, und auch vorletztes Mal gegenüber Dizip Mosche habe ich Rede gehabt. In Instagram haben geschrieben, wir wissen, wo du wohnst und du wirst schon sehen. Also das ist wirklich ein großes Problem, wenn man sagt, ich bin Ex-Muslim, man wird schon bedroht. Wenn man sagt, ich kritisiere Frauenrechtsverletzungen, man wird schon hier bedroht und auch diejenigen bekommen Schutz und Möglichkeit und Geld. Also Blaumosche kriegt Geld von deutscher Regierung und die anderen Moscheen auch. Und das wird alles auch verharmlost in Deutschland. Das ist ein großes Problem. Hat gerade eine Anfrage gestellt und hat die Antwort bekommen, dass 160 Personen in Deutschland unter Beobachtung stehen, dass sie verdammt gefährlich sind. Auf der anderen Seite ist die Beweislast bei Menschen wie uns, ob wir Anrufe bekommen, und bei ihm nochmal ganz anders als jetzt lokale Aktive. Ja? Da möchte ich mich gar nicht mit vergleichen. Personenschutz hat... Ne. Auf jeden Fall, aber wir haben keine Stelle, es gibt nichts und die Beweislast liegt bei uns und es wird von einer von Bundestagsabgeordneten wird von einer abstrakten Gefahr gesprochen und das ist auch eine unserer Forderungen. Und ich habe Freunde, die sagen, ich werde nicht in Dubai zwischenlanden, weil ich weiß ja nicht, was passiert, die Schmalspur bis Größer unterwegs sind, was diese Aktionen angeht. Also ich habe Angst, ich mache es trotzdem nicht, so mutig bin ich nicht, ne? Aber das ist auch eine andere Dimension. Jamshid Sharma, da gibt es bei uns bei frauenlebenfrei.de ein Reiter, einfach drauf und dann sieht man genau, was man heute Abend noch tun kann. E-Mail los, alle Petitionen sind da, worauf ihr Lust habt. 15 Minuten kostet euch das, bitte. Ich hatte am 10. Dezember eine Lesung mit dem Literaturherbst in Heidelberg im DRI und da ging es genau um das Thema Bedrohung. Und da habe ich davon erzählt, dass jemandem eine tote Ratte, also einem Iran-Aktivisten, eine tote Ratte vor die Haustür gelegt worden ist und im Zettel, wir finden dich, und unter der Fußmatte waren Bilder von den Verwandten. Und ich habe mit meinem Opa darüber gesprochen. Mein Opa ist ein sehr taffer Kerl, mittlerweile auch 85, und er hat zu mir eins gesagt, er hat gemeint, Bonnet, dein Name bedeutet Fundament, Basis, Wurzel, steh dein Mann und sag den Leuten, dass du das bist, der das bekommen hat. Und ich muss sagen, es macht schon was mit einem. Ich bin jetzt nicht wie Mina und arbeite seit 44 Jahren mit dem Thema. Ich habe natürlich eher von der rechten Sparte Hass bekommen, wo es darum ging, wo ich mich gegen Rassismus eingesetzt habe. Es ist nochmal eine ganz andere Gewichtung, tote Tiere vor die Haustür zu bekommen, Bilder von der Familie zu bekommen. Und auch nochmal das Gefühl der Eltern, die einem sagen, Bonnet, wir sind nicht vor über 30 Jahren geflohen, damit du hier Angst haben musst. Und ich muss aber wirklich sagen, ich genieße ein Privileg. Und dieses Privileg ist, dass ich hier geboren und groß geworden bin und die Pflicht für mich sehe, für diese Menschen laut zu sein. Weil die wissen, wenn sie auf die Straße gehen, werden sie erschossen. Bei mir ist das nur eine Vermutung. Und der Polizei zu melden, ich hatte mit meinen engsten Leuten darüber gesprochen, ich habe es der Polizei gemeldet, wurde immer gesagt, ja, kann jetzt von denen sein, kann jetzt auch nicht von denen sein, dass wir das rausfinden. Und dann habe ich wirklich gesagt, also es ist egal. Und dann haben sie gesagt, egal ist es nicht, aber ist halt jetzt einfach so. Ja, und ich werde ein Tweet vom Auswärtigen Amt aus den letzten Monaten niemals vergessen. Sie haben uns darum gebeten, nicht mehr zu twittern, nichts mehr zu posten und nicht mehr zu äußern, denn sie können uns nicht alle schützen. Wir leben in einer Demokratie. Und sie sagen, sie können uns vor unserer eigenen Meinungsfreiheit nicht schützen. Und das sollte man vielleicht so ein bisschen reflektieren. Und zum Abschluss würde ich gerne so ein bisschen Werbung machen. Für Samstag? Genau, für Samstag.
diesen Samstag um 16 Uhr, wie üblich, das machen wir nahezu alle zwei Wochen, laufen wir von der Stadtbücherei Heidelberg gemeinsam los für Jinji und Azadi für Frau Leben Freiheit zum Karlsplatz und werden wieder gemeinsam laut sein. Ich würde mich über einige bekannte Gesichter von ihr sehr freuen. Und dazu kommen wir auch zum Mittwoch. Es ist mir eine große, große Ehre von Via Hoys hier zu stehen und zu sagen, dass Jinji und Azadi in Heidelberg seine Wurzeln schlagen wird. Und zwar an dem Punkt, an dem wir immer unsere Demonstration beginnen, wird über die Stadt Heidelberg, das übernimmt die Stadt, wird ein riesengroßer Amberbaum gepflanzt mit einem Gedenkstein, der Mahsa Amini-Baum. Und ich freue mich sehr, euch am Mittwoch um 14 Uhr dort zu sehen. Und für das hier die Frauen gemeinsam ein Raum. Also morgen sind wir, also zwei Heidelberger Symposium, wer schon Tickets hat und dort ist, wir sind morgen früh da, Barbara und ich, meine Initiativkollegin, da ist auch ein bisschen Zeit, über Modernisierungsprozesse zu sprechen, über soziologische Fragen, auch vielleicht ein bisschen noch ins feministische, philosophische zu gehen, ein paar Bilder zu zeigen, es ist ein greifbares Mal, es ist mehr Ruhe da, auch für eure Fragen. Und Nummer zwei ist, wir machen jetzt mit Kunst und Kirche in der Konkordienkirche Mannheim City Kirche und wir stellen dort Kunst aus, zwei Monate lang, in Kooperation und es gibt ein Opening und Closing, also Vernissage und noch ein, zwei Lesungen dazwischen und Essen und Trinken und die Sonntagsgottesdienste in den Wochen werden auch unter dem Motto gehalten, also immer mit dem iranischen Hintergrund. Das Wunderbare daran ist, worauf wir so stolz sind, sind die Bilder, die ausgestellt werden, sind aus iranischen Schulen und von iranischen KünstlerInnen. Die zeigen Symbole, die wir übersetzen. Wir sagen dann, was das und das bedeutet und führen auch. Wir machen auch Führungen. Geht auf unsere Homepage, ihr werdet sehen, wir machen Führungen. Die kosten nichts, kommt vorbei, das Essen, alles ist auch gratis, wenn ihr euch in Mannheim City befindet. Guckt mal, ob da gerade an dem Tag was los ist, weil da zeigt man das Schöne und das Verbindende und gerade den Spirit dieser Revolution im Vergleich zu Gott, was alles Grässliches da auch getan wird. Ne? Umso schlimmer es ist, desto edler der Mensch. Ja, vielen herzlichen Dank an euch, vielen herzlichen Dank an Sie, dass Sie auch so gut mitgemacht haben und konzentriert dabei gewesen sind. Wir säkularen Humanisten und unsere Bündnispartner bleiben natürlich am Ball, wir bleiben am Thema dran. Wir danken auch Jutta Freimuth und ihrem Team von Gloria Coriel, die das Erbe von Frau Maurer Klese hier auf ein ganz neues Niveau mit so vielen Sonderveranstaltungen, Themen und so weiter gehoben haben. Auch mit denen bleiben wir in Kontakt, werde ich zeigen werden. Nächsten Film auch schon bald von Hessam. Wir werden sehen. Schauen Sie auf unsere Internetseiten, gehen Sie zu den angesprochenen Veranstaltungen. Auch wir Humanisten haben auch weitere Veranstaltungen, bei denen wir Sie gerne herzlich begrüßen. Ich bedanke mich, wünsche noch einen guten Nachhauseweg, guten Abend und weitere Gespräche. Vielen Dank.